Was geht, Corey hier? Und heute reden wir über das Beten. Und nein, ich rede nicht darüber, welche Haltung wir haben müssen, weil es gibt keine richtige Körperhaltung, sondern nur eine richtige Herzenshaltung. Aber ich persönlich sage aber schon so, wenn du Gott anbetest, dann macht es wenig Sinn zu liegen und fast einzuschlafen. Oder wenn du um Vergebung bittest, dann bist du oft nicht gerade unbedingt am Essen. Oder wenn du für Heilung betest, dann schaust du gerade keinen Film auf Netflix. Das ist natürlich nur meine Meinung, aber Gott geht es wirklich um deine Herzenshaltung. Es geht auch heute nicht über die Gründe, wieso man betet. Aber das kann ich euch schnell sagen. Es gibt zum Beispiel Anbetung. Wir können Lobpreislieder singen, um Gott anzubeten. Wegen Trauer beten wir, weil jemand verstorben ist und wir einfach alleine mit unseren Mitteln nicht damit klarkommen. Wir danken wie LeBron James. Witzig. Ich meine, wir danken für das Essen, wir danken für das, was wir haben. Wir können für Segen beten und wir können für Vergebung beten. Alles das, dafür können wir beten. Aber heute geht es darum, was hat Jesus uns gelehrt? Was hat Jesus gesagt? Wie sollen wir beten? Was sollen wir sagen? Und dann lesen wir heute Matthäus 6 ab Vers 9. Denn da hat Jesus uns das sogenannte Vater unser gegeben. Und es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich strukturell nach dem Vaterunser bete. Also ich sage erst den ersten Satz und dann bete ich nochmal auf dieses Thema spezifisch zu Gott. Und ich zeige dir heute, wie ich das mache. Bevor wir starten, du kannst gerne abonnieren, liken und das Video teilen. Und dann starten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So oder so ähnlich hast du es bis jetzt immer schon mal gekannt. Oder du hast es noch nie gekannt und herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du es das erste Mal gehört. Nummer 1. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn ich bete, starte ich meistens mit Vater, gib mir. Vater, danke. Vater, dies, das, Ananas. Und ich stelle mich an erster Stelle. Und ich bin mir sicher, dass das viele andere auch so machen. Dass wir mit uns starten. Ich möchte dies, ich möchte das. Gott kannst du nicht, Gott kannst du das. Gott segne, Gott macht dies, Gott macht das. Aber Jesus zeigt uns, nein, zuerst wird Gott angebetet. Angebetet für den, der er ist. Für den, was er getan hat. Weil in Jesaja 25, Vers 1 steht. Herr, du bist mein Gott. Ich lobe dich und preise dich, denn du vollbringst wunderbare Taten. Wir beten Gott an für das, was er getan hat, für seinen Namen, für das, wer er ist. Damit starten wir das Gebet. Nicht immer ich. Was ich hier bete, ist, Vater, danke für das, was du getan hast. Danke, was ich habe. Danke, dass ich hier bin. Danke für deinen Plan. Danke, dass du mich bewahrt hast. Danke, dass ich atmen darf. Da starte ich, warum ich Gott verherrliche. Und warum ich so dankbar bin für Gott. Das ist der erste Teil. Nummer 2. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wir sind immer noch nicht bei ich angelangt. Wir sind immer noch nicht bei, hey, ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte das. Nein, nein. Sein Reich komme. Sein Wille geschehe. Jesus spricht hier auch sehr viel über die Endzeit. Was kommen wird. Aber ich möchte nicht so viel in die Theologie reingehen, sondern eher in, wie ich und wie wir beten sollten, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Sein Reich komme, sein Wille geschehe. Also nicht, ich möchte das, ich möchte dies, ich möchte das. Nein, Gottes Plan, den er immer schon hatte, soll erfüllt werden. Das ist Nummer 2. Nicht, dass wir ein tolles Leben haben, nicht, dass wir hier das haben, was wir brauchen, das kommt erst danach, sondern dass Gottes Wille passiert. Gott, ich möchte eine Villa haben. Gott, ich möchte ein Auto haben. Gott, ich möchte ein Schloss haben. Gott, ich möchte Millionen Euro haben. Nein. Es heißt doch, wer in seinen Namen bittet. Denn es geht zuallererst nicht darum, was wir wollen, sondern was Gott möchte.
Und das vergessen wir meistens. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken. So nicht, ich möchte das und ich denke, das ist gut. Weil das ist das Problem, weil wir haben nur ein beschränktes Bild. Wir sehen nur direkt die Mauer vor uns. Aber in Wirklichkeit sieht Gott, hey, das ist gar keine Mauer. Das ist nur ein Stock, wir müssen nur drumherum laufen. Deshalb, sein Wille geschehe. Hier bete ich, dass ich nicht mit meinen selbstsüchtigen Gedanken bete. Dass ich nicht das bete, was ich will, sondern wirklich darauf konzentriert bin, dass sein Reich kommt. Weißt du, dass ich sein Diener bin und dass ich seinen Willen tue. Und dass alles, was passiert, sein Wille ist. Und auch was aus meinem Mund rauskommt, dass es sein Wille ist. Weil selbst Jesus in Matthäus 26, 39 nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und Nummer 3. Unser tägliches Brot gib uns heute. Oh nein, es heißt immer noch nicht, ich möchte das, ich möchte dies, ich möchte das. Nein, nein. Es heißt auch in einer Übersetzung, unser nötiges Brot gib uns heute. Hier ist doch ganz klar die Rede davon, dass wir dafür bitten, dass wir dafür beten, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen, um diesen Tag zu bestehen. Wir sehen nämlich zum Beispiel im Alten Testament, dass die Israeliten immer ihr Essen bekommen haben. Einfach so. Gott hat denen ihr Essen gegeben. Aber sie sollten es nicht aufbewahren für den nächsten Tag. Sie sollten nicht für die nächsten Tage sammeln. Also sie sollten nicht horten, das Essen horten. Weil als es dann Leute gemacht haben, dann ist das Essen natürlich schlecht geworden. Und hier geht es auch sehr um Vertrauen. Nur diesen einen Tag zu essen zu haben, weil wir vertrauen, dass wir am nächsten Tag von Gott wieder was bekommen. Und da fällt mir ein, der Vers, wo es einfach darum geht, hey, mach dir keine Sorgen, was du morgen essen oder anziehen solltest. So wie er auch die Vögel und die Pflanzen und alles hier versorgt. Vertrauen ist der Schlüssel. An dieser Stelle bete ich einfach wirklich, dass Gott mich jeden Tag ernährt. Dass ich die Gesundheit habe, dass ich Kraft habe zu dienen, dass ich das wirklich habe, was ich brauche, gerade vor der Arbeit, dass ich mich wirklich auf Gott verlasse, weil nur er kann mir die Kraft geben, die ich brauche für diesen Tag. Nummer 4. Und vergebe uns, so wie wir auch unseren Schuldnern vergeben haben. Und wenn du den Satz auseinander nimmst, nur den Satz, dann siehst du ja, wir haben zuerst den Leuten vergeben. Und dann können wir erst Gott um Vergebung bitten. Denn es heißt ja, vergib uns wie? Also haben wir schon etwas getan, wie wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das heißt, zuerst vergeben wir. Zuerst vergeben wir der Person, die uns Unrecht getan hat. Und irgendwie fällt das so vielen Leuten schwer. Und ich hatte noch nie ein Problem damit, Leuten zu vergeben. Und deshalb ermutige ich euch, so das anzunehmen. Weil das ist einer der ersten Sachen, die Jesus gepredigt hat. Tut Buße und kehrt um. Und darunter fällt auch Vergebung. Du solltest also zuerst vergeben, bevor dir vergeben wird. Denn ohne Vergebung der Sünde können wir keine Jünger sein, können wir nicht gerettet werden. Ich habe ja schon gesagt, also eins meiner Stärken ist wirklich, Leute zu vergeben. Und deshalb überlege ich da wirklich nochmal so, hey, wo kann es sein, dass ich vielleicht einer Person nicht zu 100% vergeben habe? Also nur Gott kann 100% vergeben, aber wo habe ich noch irgendwelche negativen Gefühle zu einer anderen Person? Und gib die ab und bete um Vergebung für alles, was ich getan habe, für alle meine Sünden und zähle auf. Hey, du weißt doch, das und das und das und das habe ich gemacht und dies habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Ich weiß, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, aber Jesus hat selber gesagt, betet für Vergebung. Und genau das mache ich in dem Augenblick. Und Nummer 5. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was? Gott versucht uns? Hoffnung für alle aus irgendeinem Grund hat die beste Übersetzung dafür. Und zwar heißt es, lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns vom Bösen. Gott versucht uns nicht. Aber die Versuchung kommt nur von dem Versucher, von dem Verführer, von Mr. Satan höchstpersönlich. In Jakobus 1, Vers 13 heißt es nämlich,
niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Also beten wir hier, dass Gott uns bewahrt und am besten auch, dass er uns behütet, wenn Versuchung kommt. Ich habe letztens erst darüber geredet, wie man mit Versuchung umgeht und da ein Video zu gemacht. Ich habe hier so ein i verlinkt, da könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr das Video anschauen. Oder unten in der Beschreibung. Ich weiß, was mich in Versuchung bringt. Und ich bete zu Gott, dass er mich befreit von all dieser Versuchung. Dass er mich von dem Bösen fernhält. Und dass er mir auch zeigt, wie ich am besten wegbleibe von dem allen. Wie ich es schaffe, möglichst weit von der Versuchung mich zu entfernen. Dass ich heute es wieder schaffe, mich von dem Bösen fernzuhalten. Und sechstens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe herausgefunden, dass in den ältesten Schriften diese Stelle gar nicht mehr drin ist. Aber es war üblich, am Ende eines Gebetes so etwas hinzuzufügen. Zum Beispiel lesen wir das im 2. Timotheus 4, Vers 18. Und da heißt es nämlich auch sowas wie, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und zum Abschluss wieder beenden mit sein Reich, seine Herrlichkeit, Gott. An erster Stelle und ganz am Ende. Das Alpha und das Omega, das A und O, alles ist für Gott. Amen, so soll es sein. Und hier nehme ich mir noch die Kraft, die Gott mir versprochen hat. Ich bete nochmal und verherrliche Gott für den, der er ist. Und sonst sage ich noch Amen. Yes, das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen und euch ein bisschen besser auf euer Gebet konzentrieren. Und ja, manchmal ist es eine längere Zeit, die man betet, wenn man wirklich Schritt für Schritt durchgeht. Aber es ist so wertvoll, länger mal im Gebet zu sein, als nur danke für dieses Essen, Amen. Und deshalb ermutige ich euch, versucht es doch auch mal. Versucht anhand dieser Punkte, anhand des Vaterunsers, euer Gebet zu formulieren. Und dann schreibt mir eure Erfahrungen. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.